Was geht, Leute? Hier ist Arix. Willkommen zu einem erneuten Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Und ich zock hier Black Ops 2 frei für alle auf Cove. Und das ist mit der Ska-H. Schalldämpfer schafft. Er spielt in der ja coolen Diamant-Tarnung. Ich finde die Tarnung auf jeden Fall ziemlich cool. Kann ich eben nur weiterempfehlen, die Sturmgewehre auf Diamant zu spielen. Und ja, ich habe gespielt mit Hardliner, kugelsichere Weste, Zähigkeit Plünderer und der S-Mine. Dieses Klassen-Setup kann ich euch in frei für alle nur empfehlen, so zocke ich immer. Und Cove werden wahrscheinlich viele nicht haben, die Black Ops 2 spielen, weil es ist eine DLC-Map. Neben der DLC ist die Map Cove und die Map Uplink. Uplink ist ja das Remake von Summit aus Black Ops 1. Die Map mag ich auch eigentlich nur Detour, das ist so eine Brücke. Die Map mag ich halt nicht so, aber ist Geschmackssache. Cove, finde ich richtig geil, frei für alle. Und habt ihr gerade diese Situation gesehen? Ich muss nachladen, er kommt, hittet mich an, muss auch nachladen und ich kill ihn dann. Auf jeden Fall richtig Luck hatte ich da. Das wäre so eine Stelle, an der ich auf jeden Fall verdient hätte zu sterben, aber dieser No Hand, kein Plan, was bei dem abging. Und ja, ich wollte eigentlich über meine Ferien sprechen. Und zwar sind ja bald Osterferien. Am Freitag geht's hier bei uns, also ich wohne in Nordrhein-Westfalen, los. Ich fahre Skifahren für 10 Tage nach Österreich und wir fahren schon jetzt 6, 7 Mal ins selbe Hotel. Ist auf jeden Fall immer ganz cool. Also du stehst halt auf, da gibt's dann immer so ein Frühstück, so ein riesiges Buffet, da gibt's Croissants, diese so Teilchen zu Marmeladen und sowas. Du kannst halt selbstgemachte Marmelade auf Brötchen oder halt Toastbrot oder je nachdem, was du willst, tun. Oder halt Schinken, Salami, Fleischwurst oder so. Da gibt es halt immer ein richtig großes Buffet. Ist auf jeden Fall immer ziemlich geil. Dann gehen wir halt tagsüber immer Skifahren. Ja, in dem Skigebiet waren wir jetzt schon auch ganz oft, aber das ist eine wirklich coole Landschaft und da gibt es echt wirklich viele verschiedene Pisten, sage ich mal. Macht auf jeden Fall immer Bock und abends kommen wir da an. Da gibt es immer ein 4-Gänge-Menü. Zuerst eine Suppe, ein Salat, ein Hauptgericht und ein Dessert. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Also ist es nicht so, dass du da die Speisekarte hast und auswählst, was du nimmst, sondern das ist da mal vorgegeben. Aber da das eh alles da immer so gut schmeckt, ist das mir auch egal, ja. Auf jeden Fall, so laufen dann meine Ferien ab. Die 10 Tage wird auf jeden Fall immer ganz cool. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr in den Ferien so macht. Und auf jeden Fall, dann wird 10 Tage kein Video kommen. Tut mir auf jeden Fall leid, aber ich kann auch nicht dagegen machen. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr in den Ferien so macht. Aber da wird eh niemand auf YouTube rumgammeln, weil eh die meisten, was weiß ich, in Urlaub fahren oder auch hier zu Hause bleiben und einfach das gute Wetter genießen. So, ihr seht jetzt, ich habe keine Munition mehr. 28-0 und, was passiert jetzt wohl? Richtig, ich werde gekillt. So, das Gameplay neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut da rein, Leute. Ciao.